Willkommen zurück bei The Witcher. Geh. Ah. Gestern auch gesoffen. Okay, wir können mit... Bei dem Rüstungsschmied müssen wir irgendwann nochmal hin. Das geht im Moment nicht. Hätte ich besser erst das andere gemacht. Aber das ist im Moment nicht weiter schlimm. Wir werden jetzt hier dahin gehen und den Auftrag zu Ende bringen, den wir irgendwann mal angefangen haben. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schlägt. Todmüde, wie... So. Da wollte ich hin. Wäre das von hier aus? Ich glaube, das geht am einfachsten. Wir haben ein Schema vom... Huch. Wir haben ein Schema vom Bärenfell, von der Bärenfellrüstung gefunden. Langsamer. Ist das richtig? Dass es da sein soll? Jo. Heya! So. Ein bisschen wäre ich wohl noch. Heute müsste Dienstag sein. Zeig mir, was du zu bieten hast. Weiße Wölfe, cool. Ja, ich weiß nicht. Ich habe die. So. Stopp, ich drück schon lange nicht mehr auf die... Das kann lustig werden. Okay. Speichern. Jetzt nehmen wir den Trank. Das müsste reichen. Und jetzt? Packen wir den Trank direkt wieder weg. Auf die Lauer gelegt. Hinter den Booten. Speichern. Ach du Blöde! Ach du bist... Toll, jetzt häng ich hier fest! Geh weg! Oh nein, nicht jetzt, komm schon! Ich hier raus hier. Geht's denn raus hier, ne? Ja.
Schneller. Los geht's. Hopp, 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 hopp. So. So, da mal den Weg. Ha. Gut. Woho, hi. Erledigt. Dies ist der Beweis. Was soll ich denn mit einem Meerteufel? Was zur Hölle ist denn das? Ein Wasserweib. Alt und gerissen. Sie war das Problem. Ich habe in meinem Leben ja schon viel Geschmeiß gesehen. Muränen, neun Augen, Blobfische. Aber sowas noch nie. Deine Belohnung. Wohlverdient, Hexer. Wohlverdient. Ich verdiene mehr? Ja, danke. Danke. Bis dann. Hat er noch einen Auftrag? Du hast mich aber erschreckt. Nee, war nur noch nicht. Okay, das war das. So, dann... Genau. Ja, das ist... Das ist 17, das heißt, eigentlich müssten wir das erstmal weitermachen. Aber das hier haben wir auch nochmal, das ist auch 17. Segelwoche, ja komm, machen wir. Wo soll ich dazu hin? Ja? Okay, dann fragen wir erstmal, wenn wir ich direkt hier sind. Schlechte Schiffe oder Pläne gesehen? Wenn wir eh hier sind, können wir auch den. Ist nicht so viel. Warum nicht zum Teufel? Siehst du den Wasser? Von heute an ist mein Zuhause auf dein Zuhause. Die beste Klinge ist nichts wert. Die graue Inge hat die Zukunft deines Sohnes vorausgesagt? Ja, sie hat seine Nabelschnur ins Wasser geworfen. Sie hat sich wie eine Schlange. Hallo, willkommen! Okay, bei ihm nicht. Ich muss sagen. Ich weiß nicht genau, wo die Aufnahme abgebrochen ist, aber das Gespräch mit ihm war so nicht weiter interessant. Wir müssen mal gucken. Gut, mit dem können wir auch reden. Was willst du? Ich suche nach Leuten von Undvik. Die sind tot. Ich habe gehört, dass viele überlebt haben. Sturköpfiger Blödmann. Was willst du denn wissen? Warst du dort, als der Riese angegriffen hat? Ja, war ich. Als eine der Leibwachen des Jarls. Ich hab versagt. Hab nicht an das geglaubt, was die Priesterinnen sagten. Dass wir bestraft werden. Dafür, dass wir der Erde ihr Eisen rauben. Daraus Rüstungen schmieden, die Leute tragen, um sich gegenseitig zu töten. Dass Freya uns bestraft. Vielleicht haben sie die Wahrheit gesagt. Wer weiß. Der Jarl von Undvik. Erzähl mir von seinem Tod. Jarl Harald Hundeschnauze. Seine ganze Mannschaft ist in der Nacht gestorben. Wilma, Wilfried und Wilhelm. Ich bin zu spät gekommen. Hab gesehen, wie der Riese Wilma gegen einen Fels geschleudert hat. Er fiel neben mir runter. Alle Knochen zertrümmert. Krümmte sich wie ein Lachs im Sand. Da war Harald schon tot? Was? Nein, der Jarl hat wie ein Bär gekämpft. Hat zugestochen, sich geduckt, geschrien, dann wieder zugestochen. Konnte sich aber nicht retten. Schon interessant, oder? Dass der Ton normal weiterläuft, aber das Bild immer... Wie konntest du überleben? Zuerst habe ich gehört, wie der Riese die fliegenden Sirenen angebrummt hat. Wenn das mal keine Befehle waren. In der Gefahr sehen manche Dinge anders aus. Ich weiß, was ich gesehen habe. Wollte dem Jarl helfen, aber eines der Biester hat mich mit den Klauen gepackt und hochgezerrt. Wollte mich ins Nest bringen, mich zerfleischen. Konnte mich aber aus dem Griff befreien. Bin tief gefallen. Die Landung war hart.
konnte nicht stehen. Das letzte, was ich sah, war ein Schwarm Sirenen, der sich auf den Jarl gestürzt hat. Er jaulte, kreischte, schrie, rief. Dann war es still. Die Männer, die die Frauen und Kinder zu den Schiffen brachten, haben mich bewusstlos mitgenommen und nach Art Skellig gebracht. Ah ja. Ich muss los. Hä? Okay, mit irgendwem können wir noch reden. Mal schauen. Ich glaube, da haben wir ihn schon gefunden. Hi. Ich suche Leute von Unweg. Javor stammt von dort. Ich selbst bin früher auch ständig dort gesegelt. Kenn die Küste im Schlaf. Ah, echt schön dort. Wenn nur diese verfluchten Sirenen nicht wären. Du solltest lieber mich fragen. Mich oder Axel am Tordaroch. Da drüben. Was weiß ein Kerl von Arzgelix schon über Undweg? Hast noch ganz anders geklungen, als Chalmar nach Mitstreitern gefragt hat. Ist deine Treue zu den Ankrets etwa schon wieder vorbei? Ja, wo kommt von da? Das sagt er jedenfalls. Und du scheinst die Gewässer dort zu kennen. Warum habt ihr Chalmar nicht begleitet? So eine Expedition braucht einen richtigen Anführer. So ein Jungspund wie er, der mit dem Kopf durch die Wand will, führt sie ins Verderben. Einmal. Ja. Hörst du lieber hochnäsig auf deinem faulen Arsch wie ein sirikanisches Prinzesschen? Wenn ein tapferer Kerl kommt, segelt man mit. Ich hätte Chalmar begleitet, wenn diese Meerhuren nicht mein Knie ruiniert hätten. Wäre lieber auf dem Wasser, als mit einer alten Seewarze wie dir den Tisch zu teilen. Würdest doch mit jedem fahren, der dich an Bord lässt. Krachs Tochter eingeschlossen. Ist ja lustig. Ich muss nach Undweg. Noch so ein Abenteurer. Dann hör mal gut zu, wenn du nicht ersaufen willst. Wenn du aus dem Hafen raus bist, segle nach Südwesten. Achte auf Felsen, die wie Pfähle aus dem Wasser ragen. Muss zwischen ihnen durchmanövrieren. Ein paar sind kürzer, knapp unter der Oberfläche. Nicht rüberfahren, die schlitzen dir den Rumpf auf. Und dann ist's vorbei. Hältst nicht lang durch in dem eiskalten Wasser. Einmal hab ich... Komm zum Punkt. Ja gut. Pass auf die Strömung auf. Kann dich vom Kurs abbringen. Sogar gegen die Felsen werfen. Mit ein bisschen Glück landest du am selben Strand wie Chalmar. Okay. War nett, mit euch zu plaudern. Aber ich muss jetzt weiter. Bis dann. Dann mal Mast und Schotbruch. Erst habe ich's knallen hören. Dann hat die Druckwelle fast die Langschiffe aus der Bucht geworfen. So. Ogwund, hast du gehört? Der junge Ankret ist losgesegelt, um den Eiswesen zu besiegen. Ja, Lien fördert das Schaden. Und was ist da drin? Aber ich los, los! Pass bloß auf! Ach, halt die Schnauze, komischer Wikinger, du. Das macht du über... Du wirst noch bereuen, Alter. Dass deine Mutter nicht unfruchtbar war. Dir blass ich das Licht! Also irgendwie habe ich im Moment ein kleines Problem. Nicht nur, dass das Spiel hakt, auch die Aufnahme bricht dauernd wegen irgendwelchen unbekannten Fehlern ab. Ist doch ätzend. Wo muss ich eigentlich hin? Da. Hätte ich mir einfach ein Schiff da nehmen sollen. Egal, nehmen wir uns das Schiff. So, mal schauen, wie lange die Aufnahme diesmal durchhält, ey. Ich hab irgendwie... Langsam, langsam. Okay, das ist... Los, blöd. Lauf! Das war zu früh abgebogen. Schauen.
Was ist aus diesen netten Kerlen? Wenn ihr im Wald etwas hört, das wie ein Gerunzel von Tieren. Du bist nicht aus Nilfgaard, oder? Lauf, Blitze! So. Was ist das jetzt? Wieso kann ich mit dem Schiff nicht fahren? So, jetzt wegen dem kleinen Ding, was da im Wasser lag. Nach dem Wal. Er hat ja gesagt, wir sollen auf die Felsen aufpassen. Da sind Sirenen. Wo genau? Ach Gott, mal gucken, ob ich... Huch! Wo bin ich denn jetzt gelandet? Karte. Da? Ja gut, das war zwar... so nicht geplant. Aber hey. Hoppa. Weiter, wir sind jetzt angekommen. Da sind die Sirenen. Wo führt und will uns das hinführen? Wo ist da hoch? Ich folge jetzt einfach dem Weg hier. Warum soll ich denn da runter gehen? Hä? Ich verstehe die Karte schon wieder nicht. Was war das? Oh. Ach so. Dann die durchsuchen? Wodurch wurde diese Lawine wohl ausgelöst? Das werden wir bestimmt noch rausfinden. Sieht schon geil aus, die Landschaft von hier oben. Der Clan Ankret. Ja, und weiter? Okay, nichts weiter. Der Clan Ankret.
Weiter geht's. Okay, da hätten wir auch hochklettern können. Da war so eine weiße Kante. Mal schauen, wann uns hier irgendwas aufhalten will. Oh. Achso. Ein Schiff? Wie kommt das denn dahin? Oh, sie redet. Scheiße! Oha, oha, oha! Wo ist er? So, da ist die Aufnahme wieder abgeschmiert. Also irgendwas stimmt hier im Moment überhaupt nicht. Das ist eine Katastrophe. Ich sehn mich nach Haus. Nach meinem kleinen Boot, dort kenne ich mich aus. Nach meinem Paar mit der Pfeif, meinen Jungs auf der Streif. Da singt jemand. Nach meinem Bett, worin liegt beim Bild hübsches Weib. Ich spüre den Kräften, mein Atem mir stockt. Der Wind treibt sich aus, die letzte Kraft mir entlockt. Es ist Zeit, höchste Zeit, ich nehme Kurs auf zu Haus. Auf meine kleine Hütte, dort kenne ich mich. Ich kenne das Lied. Was machst du hier? Schaut, Männer. Noch einer. Und so oft habe ich ihnen gesagt. Was redest du da, Wilfred? Ja, recht hast du. Lernen's wohl nie. Der hier hat wenigstens ein Lied gehört, bevor er krepiert. Nicht viel Wild hier, aber der Riese hat dir was zum Essen gegeben. Wo hat er das her? Ich weiß es nicht und frag auch nicht. Es schmeckt mir und der Mannschaft. Da drüben auf dem Boden, an der Hand sind Bissspuren. Was? Wo? Wilmar, Mann, du solltest aufräumen. Kannst kein Geheimnis behalten, selbst wenn es um Leben und Tod ginge. Wir hatten die Wahl, entweder das oder zu verhungern. Aber ich habe niemanden gezwungen. Alle waren dafür. Okay. Warum hat der Riese dich verschont? Ich, meine Leute und die Sirenen. Wir bauen ihm ein Langboot. Hab die Segel genäht. Bin ein paar Mal getürmt. Aber die Sirenen haben mich jedes Mal zurückgebracht. Wozu braucht er ein Boot? Wo will er denn hin? Versprichst du es nicht weiter zu sagen? Meine Männer traue ich bis ins Grab. Aber dir? Versprochen. Ich sag es niemandem. Na gut. Der Riese fährt damit los, um die Götter in der Ragnarok zu besiegen. Der letzten Schlacht vor dem Ende der Welt. Es ist bald fertig. Interessant. Wer waren diese Männer? Meine Mannschaft. Haben geschworen, bei mir zu bleiben. Haben Wort gehalten. Der Große ist Wilmar. Der Rechts ist Wilfred.
und der Stotterer ist Wilhelm. Warum seid ihr, du und deine Leute, noch hier? Wir können hier nicht weg. Der Riese wird uns alle umbringen, wie die anderen. Du bist Harald Hundeschnauzer, Jarl von Undwig? Hab gehört, du wärst tot. Sehen wir vielleicht wie Tote aus? Ich und meine Jungs? Deine Jungs, ja. Nun... Ganz genau. Also die Leute glauben, ich sei tot, sagst du. Vielleicht ist das auch besser so. Okay. Ich suche Hjalmar Ankret. Er soll mit einigen Männern auf diese Insel gekommen sein. Er wollte den Riesen töten. Oh ja, hab ihn gesehen. Wilma auch. Sicher, dass er es war? Wilma hat Adleraugen. Sie standen genau da, wo du jetzt stehst. Sahen armselig aus. Leif der Rote, Folan, Vigi. Unter uns, der Junge tickt nicht ganz richtig. Oh, der Junge Ankret war auch dabei. Haben sie dich erkannt? Nein. Den Göttern sei Dank. Okay. Weißt du noch, wann das war? Wann was war? Wann Hjalmar Ankret und seine Männer hier waren? Ach das? Nein, keine Ahnung. Aber frag doch Wilhelm. Haben sie gesagt, wo sie hinwollen? Haben sie, Wilma? Oh ja, wollten ihr Lager beim alten Wachturm aufschlagen. Nicht zu übersehen. Steht mitten in einem Tal und bewacht einen Scheiß. Danke. Ich versuche wiederzukommen, wenn ich Hjalmar gefunden habe. Du scheinst dir deiner Sache sehr sicher zu sein. Kannst du nicht auch den Riesen töten, wenn du schon dabei bist? Ganz allein? Sie sind alle gleich, nicht wahr, Wilhelm? Halten sich alle für unsterblich. Ich muss gehen. Bis dann. Oh, wenn du wirklich zurückkommst, würdest du mir einen richtig guten Faden mitbringen? Gibt's bestimmt im Dorf. Und Nägel. Wir haben kaum noch Nägel. Kannst du dir das merken? Nägel und Faden. Ich merk's mir. Okay. Da und da, dann gehen wir jetzt dahin, ne? Oh, nach erkunden wir erst. Scheiß Biest!